Hier ist Fred von Fett Spielen. Und Miri. Und wir begrüßen euch zum nächsten Let's Play Together. Yes. Nummer 19, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Ja, ich glaube schon. Sein. Ja, ich glaub, Nummer 19. 20 könnte. Ja, boah, da hätten wir ja schon fast ein Mini-Jubiläum. So oder so haben wir auch wieder einen Zettel voller tolle Wünsche, die wir erfüllen wollen. Und fangen an mit Lila Lina 99. Die muss ich ja echt glücklich schätzen. Ne? Wir haben ja auch ihren YouTube-Kanal gezeigt in dem Let's Show. Ja, sie war, hat ja uns ja auch ein Päckchen geschickt. Ja, da kriegt man natürlich auch zwei Wünsche ne, erfüllt, ja. Würde ich sagen. Und diesmal jetzt ein Look für sie. Schauen wir nochmal, was sie in ihrem Kleiderschrank so hat. Vielleicht treffen wir ja ihren Geschmack. Das wäre schön, ja. Also, das könnt ihr übrigens auch immer gerne mal machen. Ihr könnt gerne Hose an. Und das werden wir jetzt auch schon mal ändern, ja? Die was, die was Anständiges anziehen. Ihr Unterhöschen sogar dadurch. Ja, okay. Am besten, wir werden uns mal darum kümmern, dass du was Ordentliches anziehen kannst hier. Das könnt ihr übrigens auch mal gerne machen. Feedback geben zu den Looks, die wir erstellen. Könnt ihr auch gerne als Comment mal schreiben. Würde uns sehr freuen. So, und jetzt gucken wir hier mal, was wir für... Wir könnten Lila nehmen. Das passt zum, zum Make-up. Ja. Oder Rot? Nee. Ja, nee, lass mal lila, das finde ich gar nicht schlecht, ja. Ich habe, glaube ich, noch nie lila eine Haare gemacht. Ja, da wird es ja mal Zeit jetzt. Das hier hatte sie ja so, an eben, ne? Genau. Vielleicht auch lila? Ja, dann machen wir den lila Look, den lila Laune Look, weißt du? Oh ja, das passt sogar. Ja. Oder nee, aber warte mal, guck mal. Oh, das, oh, ist, das ist aber auch schön. Wollen wir das nehmen? Ja. Okay. Nehmen wir, oh, ja, wir müssen es trotzdem lila Look nennen. Ja, ja, wir können ihn ja... lila Lina Look. Ja, lila Lina Laune Look. Ja. Oh ja, da oben rechts, da sind die passenden Schücher dafür. Ja, so. Perfekt. Noch Accessoires? Vielleicht eine Kette oder so? Oder was ist das hier? Ach, das sind so durchsichtige Handschuhe. Irgendwas. So lange. Nicht, oder? Ja, ich brauche auch was Lilales natürlich, ne? Ja. Hat sie auch. Ah, hier. Ja, da zum Beispiel. Oh, nee, das, nee, zu das dunkel geht nicht, irgendwie das da. Was mit dieser Schleife, die wir da gesehen haben? Oder die Kette oben links? Die ist nicht so schön. Nee, die passt auch nicht. Das ist auch zu, ja. Die hat ja auch schon so Bänder. Hat schon genug im Haar eigentlich. Ja. Die Ohrringe auch nicht. Ja, ich glaube, das passt dann so, oder? Ja. Denk dann auch. Lassen wir das so. Lila Lina Look. Also, Lila Lina Look. Look. Sehr, sehr geil. Okay. Sehr schön. Ja, müsste dir eigentlich gefallen, wenn du Lila magst. Also, da sind wir da eigentlich genau, genau richtig, würde ich sagen, bei dir. Sehr schön. Ja. So, als nächstes haben wir hier den Tod des Todes. Das hat uns ja auch echt eine Menge Spaß gemacht mit dem Namen. Ja, ich erinnere mich an das Let's Show. Sehr ernster Name. Der Tod, genau. Ach, der Tod des Todes. Todes. Mal was anderes. Ja, kann man immerhin auch nicht so falsch schreiben, wie wir das bei manchen Zahlenkombinationen immer gerne machen. Ja. Ja? Wenn ihr dann irgendwie heißt, würde sie jetzt heißen Tod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sternchen oder sonst was, dann... Ja, weißt du, was mir jemand gesagt hatte? Ich mache immer ein Leerzeichen nach dem Namen, deswegen finden wir die Leute nicht. Echt jetzt? Ja. Das soll es also gewesen sein? Aber unbewusst habe ich das scheinbar gemacht. Oh, das, ja. Okay, alles klar. Ach, guck mal. Das Oberteil ist süß, finde ich. Ja, das stimmt. Der Schleife. Trotzdem müssen wir dir jetzt natürlich was anderes anziehen. Tattoos werden weggelasert. Genau. Die Uhr ist auch noch weg. Verkauft bei eBay. So. Oh, guck mal. Voll der buschige Pony. Ja. Vielleicht mit Rot hier sowas mal. Ja, wäre auch mal was, ne? Heute. Genau. Ja, komm. Damit wir mal nicht immer nur alles schwarz-weiß machen hier. Das Kleid oder dieses kurze da oben links, das finde ich eigentlich ganz schön, ne? Aber mit dem Rot zusammen. Ja, gucken wir mal was anderem. Aber ich finde es eigentlich schön, ja. Ja, oder wir machen ja eine andere Frisur. Ja, welche Haare würden denn dazu passen? Was denkst du denn? Eine einfarbige auf jeden Fall. Guck mal hier, voll das Hipster. Ja. Oh, komm, du hast andere Haare machen. Ich finde das sehr, sehr schön. Ja. Okay. Oh, das war auch schön gewesen eben gerade mit diesen seidigen Haaren. Wollen wir die nehmen? Ja. Okay. So, Schuhe. Oh, toll, sieht richtig toll aus. Mhm. So verspielt. Ja, mag ich sehr gerne. Ja. Sehr schön. So, okay. Schuhe. Schuhe könnte jetzt etwas schwieriger werden. Was ist das denn hier? Guck mal. Mit so einem Blockplateau. Ja. Tja. Weiß oder rosa wäre natürlich gut. Oder hier sowas. Ja, dann brauche ich auch noch ein Weiß, was Weißes, Accessoire-mäßiges, ne? Ja, könnten wir machen. Ja, wir können mal schauen, was es da gibt. Willst du die oder die hier lieber? Ja, nehmen wir die. Die, okay. Ja. So, jetzt will ich aber was Weißes haben. Vielleicht eine Sonnenbrille in Weiß? Oder ein Rüssel? Was ist das da oben in der Mitte? Das hier? Ja. Das ist ein Tattoo. Ach so. Nee.
Glitzer können wir mal ein bisschen. Glitzer ist nie falsch. Da, oh, was ist rechts weiß ist? Ist das eine Blume im Haar? Das ist ein Tattoo. Ah, nee, guck mal. Oh, das ist doch süß. Guck mal, auf der nächsten Seite. Hier ist noch eine weiße Brille, aber Können das passt wir auch machen. Nicht. Ja. Zu dem Kleid ist das jetzt, glaube ich, oder wir nehmen diesen Haarreif. Das hier? Statt der Blume. Könnte man sich jetzt entscheiden, was schöner ist. Ja, nehmen wir das, finde ich. Ja. Das ist auch gut mit dieser, ja, mit diesem, stimmt, eine Schleife, Schuh. Genau, ja. Da eine Schleife, da eine Schleife. Das ist doch schön. Was hast du eben gerade gesagt, wie du den Look fandst? Verspielt, genau. Verspielter Look. Schön. Ja, siehst du, bringen wir mal etwas. Ah, ja. Ja, verspielt ist aber auch ein böses Wort, muss ich sagen. Also das finde ich auch nicht gut, dass du sowas sagst hier vor unseren Leuten. Ja. Also merkt euch das zu Hause, ab sofort steht verspielt auf der roten Liste. Ja. Mhm. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir dem Tod des Todes jetzt so eine Leichtigkeit gegeben haben. Ja. So ein bisschen was verspielt ist, ja, was stimmt, Süßes. Eigentlich, ja, eigentlich genau so, ja, das Gegenteil. Genau. So, jetzt geht's weiter mit Computer Girl 1, 2, 3. Ja, der wollte mir ein Geschenk machen, ne? Aber ist sie das? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber der hat auch gesagt, dass sie gehackt wurde. Ah, also wird vielleicht, sie das wahrscheinlich vielleicht, sein. Das kann sein. Nur jetzt wird's ganz spannend. Ah, vielleicht hat sie das auf die Wunschliste gemacht. Ich hoffe es, dass sie das Feuerkleid auf der Wunschliste hat. Weil ja. Sie nee, hat sie nicht. Ich weiß nicht, ob wir da... Das genau. Kann jetzt einen Moment dauern und ich das mache. Ach so, musst du jetzt... Ah, Mist. Ah, das Feuerkleid. Guck mal hier, die Breakdance-Banner. Obwohl, es lädt heute eigentlich sogar relativ zügig, muss Wir können es aber auch so machen, dass wir das Computer Girl jetzt auffordern, das auf die Wunschliste zu tun. Ah, ich hab's doch schon. Guck mal. Oh, okay, super. Dann geht es ja ganz, ganz schnell. Zack. Und na, siehst sie du. Hat endlich wieder das rote Feuer gekriegt, genau, was sie sich so gewünscht hat. Also, alles wieder gut. Wir hoffen, wir konnten jetzt deine Wunden etwas kitten. Ne? Ja. Aber passt immer auch mit euren Passwörtern. Lasst euch nicht hacken. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Leer. Ah, so, und wir machen weiter mit Geschenke. Was hab ich denn da geschrieben? Geschenke vergeben. Ich glaube, du musst das... Ja, genau. Kimi, Lea, ABF wünscht sich nämlich auch was. Ja. Also immer dabei. Was wünscht sie sich denn? Was von ihrer Wunschliste so, wahrscheinlich. Ne? Genau. Okay. So, als quasi was VIP-mäßiges schenken. Ne? Aber warum sagen mir immer Leute, dass man VIP-Gegenstände nicht auf die Wunschliste machen kann? Und wir sind VIP-Gegenstände. Stimmt doch eigentlich, oder? Also man kann die, glaube ich, nur als VIP kaufen, klar. Also wir können das jetzt nur verschenken, so, ja, weil stimmt. Wir VIPs sind. Ja, ich glaube, das ist das Ding. Okay, ja. Wollen wir vielleicht das... Das Kleid? Ja. Das ist schön, ne? Ja, das ist auch schön teuer. Hä, weil da stand irgendwas, das geht nicht. Was? Habe ich weggeklickt? Hier? Ja, siehst Top du? Topmodel ist ein VIP. Kann nur... Ah! Jetzt verstehe ich es. Sie hat sich ein VIP-Item auf die Wunschliste gemacht, ist aber als selbst kein VIP, als sie VIP war. Ja, jetzt okay. Ist sie nicht mehr VIP und deswegen können wir es ihr leider nicht dann schenken. Dann bekommt sie hier das Oberteil. Genau. Kriegst du leider was anderes. Ich hoffe, du freust dich trotzdem. Confident. Genau. Mit Selbstbewusstsein geht es weiter. So, jetzt sind wir auch schon bei mir durch, ne? Jetzt genau. Wechseln wir den Account. Genau, dann machen wir das. So, hier sind wir schon wieder. Ja, Account diesmal vollzogen. Genau, bei mir. Und wir haben immer noch ganz, ganz viele tolle... Kommentare von tollen Fans, denen wir jetzt tolle Geschenke machen werden. Und wir fangen an mit JujuGugu12. Was ich gerade sehe... Na, was siehst du? Ich bin inzwischen ein höheres Level als du. Ja, ist auch kein Wunder, da du auch öfter MSP spielst als ich, ja, würde ich sagen. Ne? Cool. Freut mich voll. Siehst du mal. JujuGugu12. Aber auch nur Level 24. Aber du bist ja auch schon fast Level 24. Ja. Müssen mal deine Fans ein bisschen was machen. Dass du auch bald Level 24 bist. Genau, könnt gerne alle Autogramme schreiben, damit ich mehr Fame Points bekomme. JujuGugu12 wünscht sich einen Look. Wir haben heute voll viele Looks irgendwie, ne? Ja. Oh, guck mal, diesen Bademantel oder diesen Regenmantel finde ich ja so toll. Aber auch nur, weil er wie eine Wassermelone ist. Siehst du mal. So, schau mal. Achso, hier. Haare. Die Haare, die dritten von links, die habe ich, glaube ich, noch nie. Nee, das sind, glaube ich, diese Emo-Haare. Ja. Ich glaube, die habe ich noch nie irgendwie verteilt. Wollen oder wir sonst die so etwas. Nehmen? Nee. Muss nicht unbedingt sein, ne? Die hier vielleicht? Was ist die mit rechts in der Mitte? Die? Meine schöne, etwas kürzere Frisur. Hm. Oh, die sind aber auch schön. Ich mag das immer, wenn das so einen seidigen Glanz hat, ne? Sieht immer so schön aus. Welche? Die, ja, die da oben links zum Beispiel hatte ja auch sowas. Ja, genau. Komm, dann nehmen wir die. Ja, okay. Die anderen waren so ein bisschen zu strubbelig. Okay. So. Eher schick, eher sportlich. Mal gucken, was hier am besten eher passt. Eher sexy, mit den Nieten. Oh, Mitte links war was Schönes gerade, was Süßes. Mitte links? Mitte links, guck mal mit den Rüschen. Siehst du das? Das hier? Ja. Nein. Was denn? Oh, das sieht ja grausam aus. Finde ich gar nicht. Ja. Mal hier gucken. Das Ei. Oh, das ist aber auch toll. Off-Shoulder mag ich ja sowieso gerne. Weiß oder schwarz?
Müssen wir natürlich gucken, was sie jetzt für Hosen hat. Ne? Du kannst natürlich mal weiß machen und dafür eine helle Jeans dazu vielleicht. Okay, gucken wir mal. Mal gucken, oh, was ist das hat. Denn? Guck mal, das ist eine Hose mit so einem Kleid oben drüber ja. irgendwie. Ja, das ist auch perfekt. Ja. Perfekte Länge. Ja. Ich hoffe, sie hat auch eine lange Hose und nicht nur Federröcke. Wow, die hat ganz schön viel Federröcke. Ja. Krass, siehst du die Glitzerhose da oben? Mit Aktivglitzer. Nicht schlecht. Ja, das ist krass, dann sucht man mal eine normale Jeans und die findet man dann nicht. Dann hat man dann Glitzerhosen und 20 Röcke. Warte mal, da war eine weiße mit so einem... Guck mal, das ist vielleicht cool. Das haben wir auch noch nicht. Nehmen wir das schwarze. Das ist voll 90er. Oder sowas hier? Das ist 90s. Hier mit diesem... Ja, stimmt. Bauchfrei und so. Ja, bauchfrei und ein Hemd um die Hüften geschwungen. Das ist wirklich voll 90er. Soll ich mal das schwarze nehmen? Mach mal. Hat es auch noch nicht so richtig, ne? Das ist aber ein bisschen sinnlos. Eigentlich brauchen wir jetzt ein T-Shirt, ne? Ja klar, sie hat sich ja quasi das... Die Jacke schon ausgezogen umgeworfen. Und umgewunden, genau. Die hat aber auch tolle Sachen. Eben war auch ein tolles Kleid, was mir gefallen hat. Welches? Gehst du mal zwei zurück? Oh, was ist das denn? Guck mal. Okay. So eine Uniform? Ich mag ja Uniformen. Nicht schlecht. Oder hier sowas. Guck mal. wo war denn das Kleid? Da, das hier. Aber wir haben jetzt schon so viele Kleider. Ja, irgendwie, tja. Jetzt haben wir sie komplett umgestylt wieder. Ich finde aber auch, dass sie extrem viele Sachen hat, die mir gefallen. Also es ist ganz, ganz schwierig, sich hier zu entscheiden. Ja, sie hat sehr schöne Sachen auf jeden ja, Fall. Ja, total. Hier vielleicht? Sowas? Gibt es noch eine andere Farbe? Schwarz? Du siehst schon, das ist hier richtig Qual der Wahl bei dir. Okay, entscheid du jetzt einfach. Okay, dann nehme ich dieses Kleid. Okay. Das ist einfach ganz schön. Ganz verrückt. Ja. So. Schuhe, die hier vielleicht? Nee. Irgendwas Leichteres brauchen wir. Ja, genau. Ein Sommerkleid, was in Winde weht, der nicht vorhanden ist. Ja, also keine Schlittschuhe zum Beispiel. Die hier vielleicht? Ja, ich weiß, du magst keine Ballerinas, aber passt natürlich sehr, sehr gut dazu. Ja? Genau. Also, muss ja. man sagen. Ich würde aber persönlich auch das Kleid da? Nicht tragen. Oh. Aber das passt doch gut, oder? Ja, Kranz. Tatsächlich. So ein bisschen hippie-mäßig irgendwie. So. Wollen wir sie so lassen? Ja, und dann nennen wir sie, was weiß ich, Ready for Summer oder sowas. Ja. Also haben dich jetzt ja quasi schon echt sommerlich gekleidet. So. Jetzt müssen die Temperaturen noch mitspielen. Die sind ja im Moment... noch nicht so dabei. Nee, eher wieder schlechter. Ja, ja, wird eher wieder schlechter das Wetter. Regen ist auch schon wieder angesagt, aber wir trotzdem den ganzen hier bei Movies the Planet und machen hier einen Sommerlook nach dem anderen. Ein Kleid nach dem anderen wird angezogen. Macht doch meistens mehr Spaß als ja, finde ich auch, ja. Wir sehen es nicht ein, dass es hier noch nicht Sommer ist. So, Nightcore Cat. Das war die mit Leerzeichen zwischen Nightcore und Cat. Genau, ganz wichtig. Ganz wichtig, genau. Und sie möchte ein Geschenk. So, mal gucken, was wir da schönes... Was denn hier mit... Hier mit der Krone vielleicht? Ja, das ist doch mal was. Oh ja, Be the Queen. Ein Riesenloch in deiner Kasse. Ja, ja, jetzt bin ich unter die 170.000 gerutscht wegen dir. Oh Gott. Aber das würde ich sagen, bist du natürlich auf jeden Fall wert. Hast jetzt eine richtig tolle Krone, so ein hier Königin Elsa-Look quasi. Kannst du den machen? Ja, und wir machen noch einen Look für 741. Genau. Sehr cool. Das ist ein witziger Name. Auf jeden Fall. Ich hatte sie ja schon mal drangenommen. Ja. Dann und kommst du jetzt. Ja, und sie hat sich einen Look so jetzt viel, auch also von mir gewünscht, quasi. Oh, rosa. Wir müssen auf jeden Fall was Rosanes machen. Ja. Vor allem hat sie die gleiche Hose und das gleiche Oberteil an wie ich. Bei meinem aktuellen Look. Vielleicht hat sie es ja nachgemacht. Vielleicht hat sie dich gesehen und gesagt, das möchte ich auch. Oh, guck mal, hier oben rechts haben wir gleich das, was wir eben gerade gekauft toll. Haben. Ja, das ist auch schön. Wollen wir das nehmen? Ja, meinetwegen. Wenn sie so rosa mag, ich finde das ganz schön gemacht. Genau. Ja, das hier hatte sie ja an. Was ist das oben links da? Mach das mal. Aha. Das sieht aus wie so, als ob ihre Brüste eingegittert wären. Lass genau. mich raus. Ja, genau. Nee, hier, bitte nicht anfassen quasi, ne? Eingegittert. Hier, Gangster. So. Das hier vielleicht? Aber was Weißes fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Ja. Also, sah ich eben aber gerade sehr halt gut aus. Weiß, ne? Strahlend weißer Look. Wir könnten ja auch ganz verrückt ein Kleid anziehen. Ja, Kleider sind immer schön. Kann man oder, nie was falsch machen. Oder das hier?
Wenn das in Rot Feuer ist, was ist es dann in Weiß? Das ist dann das weiße Feuerkleid. White Fire. Okay. Ja, das ist, glaube ich, dann nur, weil halt das so aussieht, als würde es brennen. Ja, okay. Also weißes Feuer jetzt. Wolltest du es nehmen? Ja, meinetwegen. Okay. Wieder ein Kleid. Genau. Heute ist Kleidtag. Kleiderwahl. Siehst du, schon haben wir einen Titel für unser heutiges Let's Play gefunden. So einfach ist das. Ja, das genau, das wollte ich auch gerade. Ja. Okay. Nehmen wir dazu. Erinnere mich so ein bisschen an die Minimaus. Ah, die hat doch auch immer so eine riesige stimmt. Schleife auf dem Kopf gehabt. Richtig, richtig. Ja. Aber ich wäre immer ein Fan von Mickey Mouse. Ich mochte Donald Duck immer am liebsten. Mhm. Jeder hatte irgendwie so sein Favorite, ne? Ja, ja, da ist alles sehr düster irgendwie, ne? Was ist das denn Mitte links gewesen? Das hier? Ja. Das ist, glaube ich, so eine Jacke zum... Ach so, oh Gott. Okay, das passt jetzt gar nicht. Nee. Ja, ja, wir können es auch so lassen mit den Glitzern. Na, ich gehe noch bei Seite 10. Okay. Gucken wir, ob da noch was haben. Nee. Nee, nichts dafür. Okay, White Fire. Ja, das weiße Feuer brennt noch heißer. Come on, sehr, sehr gut. Baby, light my fire. Genau, du motivierst Miri jetzt schon wieder zum Singen. Also sehr inspirierend, sehr cool. 7, 4, 1, So, jetzt kommt der Junge mit den unfassbar vielen Nullen hinten ran. 10 Millionen hast du ja gezählt, ne? Ich hoffe, ich habe das... Oh Gott. Das ist er bestimmt, oder? Wie viele Nullen sind? Ja, der ist richtig, der. Ja? Ja, ja, das ist er schon. Hab ich mal wieder ein Boy. Yes. Und er möchte Wunschlisten geschenkt. Mal gucken, nein, was du kein Look. Schenken kann. Na, dafür kriegt er... Die Hose? Ja. Oder so ein Cappy? Die Hose. Hose. Die Hose ist gut. Skinny Baggy. Sehr, sehr cool. Ja, nice. Wollen wir nicht noch einen Look machen? Nee, jetzt haben wir schon genug Looks gemacht. Schon 3 Stück, ja? Wenn ihr weitere Looks haben wollt, dann... Ja, müsst ihr uns Fanpost schreiben, würde ich sagen. Ne? Ja. Ihr kennt ja die Adresse, Rummel Media GmbH. Kriegsstraße 5. In 76137. Karlsruhe. Genau. Oder und auch Fan City genannt. Fan City, genau. Mhm. Die Fan City ist eigentlich Hannover, da haben wir doch immer so viele Leute, die uns schreiben. Nein, ne? Ja, wegen die Fan. Ganze Klasse da. Fächer. Fan. Ah, wegen Fan-Fächer. Habt ihr das verstanden? Wenn nicht, dann guckt mal im Wörterbuch nach. Dann kriegt ihr das hin. Sehr geil. Ich habe mal ein paar Geschenke von dir auch. Ja, Breakdance-Banner und Rocker Science, die sind auch immer gut. Die schenke ich dann immer gleich. Miri hat ja gesagt, sie möchte gerne ganz viele Breakdance-Banner haben und Rocker Science. Möchte ich nicht. Wenn ihr also richtig euch richtig beliebt machen wollt bei Miri, dann schickt ihr doch mal ein paar. Lukas, ihr habt sicherlich der Fünfte. Viel davon. Ne? Auch ein edler Name. Aussagen. Ja, klingt sehr royal, würde ich sagen. Häschen 777. Okay. Ja, ein Auge auf mich geworfen. Hat Jewel. Mit den zweiten sieht man besser. Genau. Nice. Und einen Drachen gab es auch noch zum Abschluss. Sehr damit schön. Fliegen wir jetzt davon. Jetzt wird noch dein Fanmagazin geleert. Ja. Aber wir können uns in der Zwischenzeit schon mal verabschieden. Das können wir machen. Und wünschen euch einen schönen Tag noch und eine schöne nächste Woche. Dann sehen wir uns nämlich auch wieder mit dem nächsten Let's Play Together. Ja. Tschüss. Ciao.